Hallo und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Jump Force. In der letzten Folge habe ich euch die neuen DLC-Charaktere Madara, Ushida und Toshiro Hitsugaya gezeigt. In dieser Folge wollen wir zuallererst mal hier diese komische Mission machen, die ist bei Navigator gab, die jetzt anscheinend weg ist. Okay, that escalated quickly. Ich glaube, bei den Raid-Bossen kann ich nicht dran teilnehmen, weil ich in keinem Clan angehöre. Genau. Stimmt, was wir auch noch nicht in der letzten Folge geguckt haben, was es jetzt für Klamotten gibt. Denn mit jedem neuen DLC gibt es ja neue Klamotten. Und da möchte ich natürlich dann auch natürlich noch vorbeigucken, was es da beim Laden jetzt so gibt, wenn ich denn mal dem Charakter ansprechen darf. Die Schlüsselmission werden wir dann natürlich heute noch machen, die es jetzt mit den neuen DLC-Charakteren gibt. So, schauen wir mal bei den Outfits. Oberkörper. Die werden mit Sicherheit hier sind, ne? Oder auch nicht. Okay. Anscheinend nicht. Dann werden sie wahrscheinlich irgendwo anders zu finden sein. Okay, ich dachte, dass die eigentlich hier sind. Das war strange auch gerade. guck mal, ja, ich will jetzt hier nicht rumsuchen, aber auf jeden Fall gibt es ja jetzt neue Kostüme. Ihr seht es ja hier. Den hier zum Beispiel durch die Gegend hoppeln. Also das heißt, es gibt neue Kostüme, die man sich anziehen kann. Keine Ahnung, wo es die jetzt gibt. Auf jeden Fall wollen wir jetzt aber weitermachen. Und zwar mit den neuen Schlüsselmissionen. Und zwar, wir beginnen als erstes Götter des Todes. Keine Ahnung, zu wem das gehört, aber wir schauen mal. Vier neue Missionen gibt es, die mit Freischalten des DLC-Charakters freischaltbar sind. Für die Leute, die sich vielleicht fragen, hä, wie bekomme ich eigentlich diese neuen DLC-Charaktere? Ganz einfach, entweder habt ihr den Charakterpass von Jump Force, dann bekommt ihr diese Charaktere komplett kostenlos. Das heißt, ihr müsst in das Spiel reingehen. Könnte auch sein, dass ihr nochmal kurz über Jump Force, über das Spiel in den PlayStation Store runter hineingehen müsst und die Charaktere da runterladen müsst. Das heißt, ich zeige euch das mal kurz. Und zwar müsst ihr das so machen. Hier ist es nämlich PlayStation Store, da seht ihr es. Und dann werden euch hier die neuen DLC-Charaktere angezeigt. Und da könnt ihr sie dann, wenn ihr den Charakterpass habt, könnt ihr sie euch kostenlos herunterladen. Solltet ihr den DLC, solltet ihr den Charakterpass nicht haben, könnt ihr euch natürlich auch über diesen Punkt hier die Charaktere einzeln kaufen. Was die kosten, kann ich euch leider nicht sagen. Ich denke mal, für 4,99 € oder 3,99 € werden die mit Sicherheit schon auf der Palette liegen. Könnt ihr euch natürlich kaufen, wenn ihr wollt. Ansonsten, wenn ihr sowohl den Charakterpass nicht habt, als auch natürlich die Charaktere nicht kaufen wollt, dann ist es natürlich logisch, ihr könnt die Charaktere hier nicht im Spiel spielen und ihr könnt natürlich auch nicht die zwei Missionen spielen, die wir letzte Folge gespielt haben und natürlich auch nicht die Schlüsselmission, die wir diese Folge jetzt machen und natürlich, ihr könnt natürlich nicht die Kostüme dazu kaufen. Entschuldigt, dass ich euch plötzlich herbeizitieren muss. Macht nichts, worum geht es? Uns wurden eben Berichte, dass mehrfach verdächtige Personen gesehen wurden. Venoms? Das ist noch unbestätigt, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Diese Mistkerle tauchen einfach überall auf. Beschweren kannst du dich später. Wir gehen jetzt die Lage erkunden. Gehen wir alle drei? Sie wurden an mehreren Standorten gesichtet. Daher möchte ich euch in zwei Gruppen aufteilen. Flui, du gehst nach Hongkong, ihr beide geht nach New York. Keine Ahnung, warum Flui allein gehen muss. Okay, anscheinend sind wir auf verschiedenen Missionen. Viel Glück. Pass auf dich auf, Flui. Okay, wir werden auch vorsichtig sein. Ich verlasse mich auf euch. Ja, ich weiß, es gibt noch diese komischen Missionen, aber die werden wir vielleicht am Ende des Let's Plays nochmal versuchen.
Habe ja in der letzten Folge so ein bisschen gesagt, was nach Jump Force kommt. Es gibt nämlich schon ein Folgeprojekt. Wann es kommt? Ja, schaltet nochmal die letzte Folge ein. Ihr solltet nämlich jede Folge von Jump Force nicht verpassen. Denn dann bekommt ihr jede Information, die ihr braucht. Also dann, wo könnten die verdächtigen Personen sein? Dort drüben ist Renji. Irgendwie war das falsch, oder? Ich glaube, das ist Madara und Freezer, ne? Jawohl. Muss ich jetzt tatsächlich mit Renji und Rikia gegen die beiden kämpfen? Oder Skip zu früh? Anscheinend wurde ich entdeckt. Wer sind die? Das sind die Mitglieder der Jump Force, von denen ich die erzählt habe. Er ist ein Shinigami. Ein Shinigami? Hey, ich weiß nicht, was ihr vorhabt, aber mir gefällt es nicht, dass ihr uns in die Quere kommt. Ganz im Gegenteil. Ihr kommt mir nicht in die Quere. In die Quere des Projekts Mondauge. Wie unhöflich von ihnen, einfach unser Treffen zu stören. Das ist wirklich lästig. Sollen wir sie jetzt beseitigen? Das wäre das perfekte Training. Ich hätte nie gedacht, dass ein Gott des Todes wie ich mal gegen ein Shinigami antritt. Ihr braucht keine Rücksicht von mir zu erwarten, Jump Force. Daran würde ich auch nicht mal im Traum denken. Sie kommen, Rückkehr. Du musst nichts sagen. Bleib bei der Sache, Renji. Verstanden. Skip oder kämpfe jetzt? Osoi! Jo, das heißt kämpfen. Alles klar. Ich bin mal sehr gespannt, wie die jetzt abgehen. Mit Rikia und Renji kämpfe ich ja nicht so oft. What? Bin mal sehr gespannt, wie stark die Gegner sind. Weil wir sind ja auf einem ziemlich guten Level. Okay, das war Fail. Okay, mit Hakurem klappt es auf jeden Fall und wir machen sehr gut Schaden, also sind wir vom Level her ziemlich gut. Beziehungsweise sogar überlevelt. Okay, wir sind ja jetzt auch keine Spieler, die jetzt das Spiel zum allerersten Mal spielen. Ja, und das Hakurem hat super geklappt. Vor allem Rückkehr. Damit haben wir sie auf jeden Fall besiegt. Wow. Die EP sind echt langsam. Level 61 sind die beiden erst. Huh. Da ist selbst Seto Kai war höher gelevelt. Wir haben sie komplett zerstört und jetzt sind sie kaputt. Was? Es klappt nicht? Es ist so stark. Er ist so stark. Wie enttäuschend. Ich bin überrascht. Du bist viel geschickter als angenommen. Kannst du mir den Rest deines Plans erklären? Ich möchte, dass du mir deine Kraft verleihst. Wenn du mit uns zusammenarbeitest, kannst du uns am besten deine Kraft demonstrieren. Einverstanden, aber vergiss nicht, dass ich ein Ziel habe und das erreiche ich, wie ich es für angemessen halte. Natürlich. Uch, jetzt habe ich das auch so weggedrückt. Es gibt keinen Grund, sie zu eliminieren. Warum überlassen wir sie nicht einfach dem Tod? Und Gnade walten? Ich kann solche Gegner erledigen, wann immer es mir beliebt. Wenn du meinst, kapiert. Macht euch nicht über uns lustig. Wir können immer noch kämpfen. Du Idiot! Wir können sie im Moment nicht besiegen. Wir müssen uns zurückziehen und neu gruppieren. Hoho, ausgezeichnete Beurteilung. Wir gehen jetzt. Komm, Madara. Wir
Wir müssen zurück zum Kommandoraum und Bericht erstatten. Verstanden. Obwohl wir sie gerade eigentlich komplett vernichtet haben, ne? Okay, die Mission ist einfach vorbei. Lustig. Okay, dann könnten wir vielleicht gegen Toshiro jetzt kämpfen. Der Junge mit den silbernen Haaren. Eigentlich war die Mission ja nicht schwer, ne? Ich meine, wir haben die Gegner komplett vernichtet. Hä? Und jetzt bin ich da. Hä? Okay. Da bist du ja. Entschuldige, dass ich dich warten lassen habe. Kein Problem. Ich habe alles schon dem Meister erklärt. Uns wurden gestern gemeldet, dass Venoms gesichtet wurden. Bitte untersuch die Lage. Ich werde im Team mit Flui arbeiten. Es gilt, zwei Gebiete zu untersuchen. Ihr werdet euch aufteilen, um so schneller mögliche Nachforschung anzustellen. Verstanden, Flui. Viel Glück in deinem Gebiet. Na dann komm, wir ohne Umschweife zur Sache. Meister wird nach San Francisco gehen. Kakashi, geht. Du wirst nach Mexiko gehen. Ah, nach Mexiko. Okay. Wir sehen uns nach der Mission, Flui. Ich zähle auf euch beiden. Das ist also Mexiko. Die Luft ist ziemlich trocken. Warum kommst du denn nicht raus? Ich weiß, dass du da bist. Ich wurde entdeckt. Dabei war ich mir sicher, dass ich mich gut versteckt habe. Das warst du schon, aber bei mir versteckt sich niemand. Da wir uns jetzt getroffen haben, möchte ich dir eine Frage stellen. Weißt du über die Venoms, die hier gesehen wurden? Ich bin hergeflogen, um etwas darüber herauszufinden. Erzähl mir nicht, du gehörst zu ihnen. Red keinen Unsinn. Ich kann mich nicht erinnern, zu ihnen gehört zu haben. Du bist, wenn du kein Venom bist, warum bist du dann hier? Sag mir nicht, dass du aus dieser Gegend kommst. Wenn ich dir sage, dass ich nicht die Absicht habe, deine Fragen zu beantworten, dann werde ich dich zu einer Antwort zwingen. Du kannst es ja versuchen. Das werde ich auch. Los geht's! Jetzt muss ich mit Kakashi kämpfen. Ich weiß, er wird wahrscheinlich auch überlevelt sein, aber... Kakashi. Nicht so mein Lieblingscharakter. Insgesamt so nicht die Naruto-Charakter. Ich weiß nicht, irgendwie komme ich mit denen nicht klar. Es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie Naruto hassen würde. So ist es nicht. Aber ich komme halt mit den Charakteren nicht klar, ne? Let's go. Auch wenn ich natürlich den Anime nicht so gerne mache, aber das liegt nicht daran, dass ich einfach... Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich Naruto hasse, aber es ist halt nicht meins, ne? Ich habe schon oft versucht, Naruto zu gucken, auch Shippuden und sowas. Aber es ist halt nicht meins, ne? Also wenn ihr sagt, boah, Naruto, das ist doch der geilste Anime der Welt. Ja, könnt ihr das sagen, aber es ist halt nicht meins, ne? Oh, was? Auf jeden Fall hat die Attacke getroffen. Okay, es hat jetzt nicht so gut getroffen. Und Kakashi hat ihn besiegt. Den armen Toshiro. Ah, die EP sind natürlich lächerlich. Du bist wirklich hartnäckig, dass du so lange schweigst. Es ist nichts Besonderes. Anscheinend hast du ziemlich große Mühe. Aber dieser Kampf hat mir gezeigt, dass du nicht mein Freund bist. Ich habe eine Idee. Wenn wir keine Feinde sind, warum helfen wir uns nicht gegenseitig? Wie meinst du das?
Ich gehöre zu einer Organisation namens Jump Force, die Venoms bekämpft. Warum schießt du uns nicht an? Deine Kampf- und Eisfähigkeiten würden uns immens weiterhelfen. Tut mir leid, aber ich habe eine Mission. Ich kann sie nicht auf halbem Weg abbrechen. Ich möchte dich nicht enttäuschen, aber ich muss leider ablehnen. Außerdem ist dein Auge allein wohl schon sehr stark. Davon mal abgesehen, hätte ich nichts dagegen, dir zu helfen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Du hast eine schnelle Auffassungsgabe. Es war richtig, meinem Instinkt zu vertrauen. Wenn es soweit ist, nehme ich deine Hilfe gerne in Anspruch. Pass so lange auf dich auf, Junge. Du auch. Best Friends Forever! Die Missionen ziehen sich ganz schön lange. Hätte ich gar nicht erwartet. Eigentlich habe ich schon gehofft, dass wir schon nächste Folge mit den Online-Modus anfangen können, aber wenn ich das so sehe, wir haben noch zwei Missionen vor uns. Wird sich wahrscheinlich dann doch ein bisschen länger ziehen, diese Mission. Nein, diese Schlüsselmission. So. Eine Begegnung des Schicksals. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich habe gehört, es gibt eine Notfallmission. Was ist passiert? Uns wurde gemeldet, dass eine Kraft vermutlich die Venoms in Japan aufgetaucht ist. Überlasst das mir. Ich räume dort in Handumdrehen auf. Ich muss wohl nicht gehen. Kümmere dich darum, Naruto. Was soll das denn? Entscheidest du jetzt allein? Das ist unsere Mission. Das stimmt. Der Gegner hat dieses Mal etwas mit dir und Sasuke zu tun. Was hast du gesagt? Unsere Informationen bestätigen, dass es Makoto Shisho und ein anderer Mann aufgetaucht sind. Auf seinem Rücken ist das Emblem eines großen Fächers. Sein Auge ähnelt dem linken Auge von Sasuke. Rigan, Madara Uchiha. Du wusstest also? Ja. Sasuke und ich haben schon mal gegen ihn gekämpft. Dass er jetzt mit Shisho arbeitet, verheißt nichts Gutes. Glauben Sie mir. Daher möchte ich, dass ihr beide in der Lage sondiert. Kann ich mich auf euch zählen? Sasuke? Verstanden. In Ordnung. Das ist beschlossene Sache. Also ziehen wir los. Keine Ahnung, wie er wirklich ausgesprochen wird. Ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, wie wird er jetzt ausgesprochen? Sasuke oder Sasuke? Wie ist der offiziell laut? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es gibt auch einen Streit darüber, wie man ihn ausspricht. Ne? Sasuke oder Sasuke? Ja, I don't know. Deswegen habe ich jetzt beides verwendet. Sieh nur an. Die Stadt liegt in Ruinen. Ich habe mich nicht geirrt, als ich die Kraft sah. Sie sind eine Schafherde ohne Hirte. Egal, wie viele sich gegen mich verbünden, sie haben keine Chance. Gibt es hier niemanden, der nicht so feige ist? Sie sind es. Madara, Shisho, was macht ihr hier? Ihr wollt mir wohl schon wieder in die Quere kommen. Versucht es nur so oft ihr wollt. Das Ergebnis bleibt gleich. Mein Ziel ist dieser Welt noch das gleiche wie unserer. Ich lebe, um das Projekt Mutauge zu verwirklichen. Saboteure wird keine Gnade gewährt. Du willst immer noch die Welt aus Lügen erschaffen? Mach mal halblang.
du bist so dagegen. Dann halt uns doch auf. Gut geredet. Ich nehme es mit dir auf. Egal, in welcher Welt wir sind. Ich lasse dich nicht tun, was du willst. Wenn du glaubst, du kannst uns besiegen, dann versuch es doch, Madara. Und du auch, Mumienmann. Dann heult nicht, wenn ihr merkt, dass wir euch überlegen sind. So kampflustig wie ihr und je. Ich schätze, da kann ich mitspielen. So, los geht's. Also wir beginnen gleich mit Fui. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir beginnen vielleicht mit Naruto. Aber eigentlich sollte es für uns eigentlich kein Problem sein. Oh, habe ich ihn wirklich getroffen? Krass. So, jetzt nochmal den Meteor-Crusher hinterher. Ah, okay, das war ein bisschen zu optimistisch. Ja, das war zu optimistisch. Und deswegen bekommen wir den perfekten Susan auf Maus. Ja, das war ein bisschen zu gehörig. Ich wollte es zu viel machen. Und da sieht man den Alter. Ushida-Spiegel. Kamehameha in die Phrasen. Und das Kamehameha des Todes. Hat ihn besiegt. Ihr steht noch? Warum lehnt ihr eure Niederlage so ab? Wie irritierend. Ihr scheint auch in dieser Welt das Kämpfen gewohnt zu sein. Ich werde akzeptieren, dass ihr halbwegs geschickt seid. Sasuke, Flui, alles in Ordnung? Du brauchst mich nicht zu fragen. Mir geht's prima. Ich kann noch kämpfen. Mute dir nicht zu viel zu, Sasuke. Ich sehe schon. Ihr seid mit uns noch nicht fertig. Wir haben allerdings keine Zeit mehr. Gehen wir, Madara. Ihr habt Glück. Ihr solltet das Leben genießen, das wir euch gehen lassen. Halt! Verdammt! Wir konnten sie nicht aufhalten. Tut mir leid, wenn ich dir Sorgen bereitete. Wir behalten sie aber ab jetzt im Auge. Das kannst du uns glauben. Flui, sag Bescheid, wenn du etwas über Madara herausfindest. Wir kehren jetzt zurück zur Basis und finden uns in der Planung zusammen. Ich zähle auf euch. Ich zähle auch auf die Hilfe, deine Hilfe, Sasuke. Ja, ich weiß. Ja, eine ziemlich spektakuläre Folge. Ich weiß, da gibt es momentan noch eine Mission, aber ganz ehrlich, ich möchte nicht zu lange Folgen von Jump Force machen und deswegen würde ich sagen, das war es jetzt erstmal mit der Folge von Jump Force. In der nächsten Folge werden wir noch die restliche Schlüsselmission machen und dann werden wir noch ein paar andere Missionen machen und dann werden wir tatsächlich die in Online-Modus tatsächlich auf die letzte Folge verschieben. Ja, ist natürlich nicht so geplant gewesen, aber naja. Ich bedanke mich jedenfalls für eure Aufmerksamkeit bei dieser Folge von Jump Force. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.